Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Project Horizon 2 Kappa Mode. So, erst einmal wundert euch nicht, dass ich halt tot bin. Ich war gerade noch mal schnell 8 Blazeworks holen für unseren Endempfang. Ich mach mal hier die Loot Chest auf. So ein Diamond Apple. Haben oder nicht haben. So, wir brauchen wie gesagt 2 Ender Tanks. Das heißt, wir brauchen 4 Obsidian, 14 Eisen, 2x Wolle, können wir hier die braune nehmen, machen wir das auf dem braunen Kanal und 2 Enderperlen. Und ja, ich weiß, wir können hinterher immer noch umändern. So. Ach, jetzt sagt bloß, ich muss das echt mit brauner Wolle machen. Mit weißer. Schon gesagt haben. So, dann machen wir jetzt hier einen LPG-Kanal mit braun, braun. Eigentlich müsste ich dafür gelb nehmen. So, push. Dadurch, dass die hier immer noch geholfen werden und wir die noch nachbreeden können. Haben wir eigentlich, sag mal schnell, ja. Wir haben eigentlich immer noch Puffer, so ist es nicht. Ich glaube, der Eimer wird sogar zuerst befüllt. So, dann nehmen wir hier den anderen Endertank. Packt dann erstmal hier die Thermopneumatik-Prozess. Nee. Wir packen jetzt dann hier erstmal die erste Drum hin. Thermopneumatic Processing Plant, zweiter Drum, Plastikmixer. So, das wird unser Setup, zumindest größtenteils. Wir brauchen noch 2 Sachen. Und zwar brauchen wir noch 2 Netherracks. Und ein Flint in Steel, das hatte ich irgendwo. Ich weiß echt nur nicht mehr, wo es ist. Wir können auch einen Cinderic nehmen. Da haben wir es doch. So, wieso brauchen wir jetzt hier 2 Netherracks? Diese Maschinen brauchen Hitze. Können wir entweder über Lava machen, über eine Fackel oder über eine Vortex Tube. Die Vortex Tube verbraucht Power. Lava ist langsam. Eine Torch ist verdammt langsam. Netherrack, angezündetes Netherrack. Ist also ziemlich das Beständigste. Aber ich habe noch zum Bauen dabei. Komm, hier Burn Quartz. Machen wir hier mal den Fackelmann. Und wie Sie sehen, steigt die Hitze an. Und zwar nicht so wenig. So, das gleiche machen wir dann jetzt hier auch nochmal. Ein Burn Quartz. Netherrack. Hitze. Ne, warte mal, hat der jetzt überhaupt... Ich lasse es einfach mal da. So, Temperatur ist schon mal gut angestiegen. An der Framerate ändert das nichts, oder? So. Also klar, ich weiß, Feuer animiert und so weiter. Verändert schon was, aber... Es ist jetzt nicht so, dass wir daran sterben würden. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So. Wir nehmen uns dann hier die Blutkunst. Holen uns etwas Kohle. Machen das, glaube ich, sogar einfach einen Draw über. Der dürfte ja jetzt hier drin sein. Ja, auch vor. Und dann immer noch ein Item kommen will. So. So. Packen wir das hier hin.
Axt daraus. So. Item Conduit. Komm, machen wir mal. So. Active Default Signal. Insert. Nehmen die Code, packen die hier rein. Wird hier befüllt. Sehr schön. Fluid Conduit. Fluid Conduit. Fluid Conduit. Fluid Conduit. So, jetzt erst einmal hier. Extract. Always Active. Und hier rein. Sehr schön. Hier, Extract, Always Active. Und wir machen jetzt hier Liquid Plastic. Darum hier, Always Active. Das speichern wir hier ein. Und dann zu guter Letzt hier, Always Active, kommt hier rein. So, wenn der Tank voll ist, wird das hier voll, wird das voll, wird das voll. Einziger Unterschied ist halt hier, wir brauchen hier Kohle und 100 LPG. Ui. Also das wird relativ langsamer leer werden als hier das. Wieso machen wir jetzt diese ganze Schose? Weil wir Liquid Plastic brauchen werden. Wir werden es einfach brauchen. So, wir können jetzt einfach hier sagen, gehen wir mit Schwarz. Gehen wir mit Rot. Und wieso geht das nicht? Weil wir noch drei Farben brauchen. So, auf jeden Fall, jeder Tank ist jetzt voll, wie man hier sieht, no die left, also Rose Red, Cactus Green und Lapis dazu, die brauchen wir. Mal das hier. Hier das, die Drum wird jetzt voll, die wird jetzt voll. Aber hier sieht da würde ich die mal nachzüchten, dass wir richtig, richtig viel LPG bekommen. Also wir können wirklich momentan sagen, können nicht zu wenig LPG haben. Halt, je mehr LPG, desto besser. Desto mehr Plastik haben wir, desto mehr Treibstoff haben wir für die Generatoren. Komm, wir züchten die jetzt einfach mal nach. Da, da. Oh. Die haben Cooldown. Ich finde es einfach so krass, dass der Cooldown von diesem Kühl, wenn das mit dem Ranger passiert, so krass ist. So krass gering. Und wir haben eine dritte Kuh. Wir können jetzt eigentlich nur noch, müssen eigentlich nur noch gucken, wenn hier zu wenig passiert, können wir jederzeit Kühe dazu bringen. Das ist so geil. Ich meine, wir haben bis hier 25.000 Mini-Buckets. Hier machen wir jede Menge Plastik. Liquid Plastik können wir nie so wenig haben. Ja, die braucht auch Hitze. So. Wir könnten jetzt mal schauen, dass wir mal die Farben holen. Oder wie sieht das aus mit Kaktus? Aber die Geißel sind schon Geißel. Haben wir aber noch nicht auf 10, 10, 10. Auf jeden Fall können wir mal 10. Ja, genau. Dann machen wir das. Boy. Es wird momentan hier rausgehauen. Das ist geil. Das gefällt mich richtig. Hier. Rosewood kriegen wir am besten. Ja, gut, dann müssen wir das craften. Ach, halt, warte mal. Gibt das auch schon hier? Nee, schade. Na gut, passiert. Wir haben da Nature Essenzen, wir haben da Essenzen, das ist alles cool. Gib mich mal
Cactus Bean. Lass mal Red Dye nachmachen. Und das reicht jetzt erstmal. Weil, wenn wir das gleich haben, könnten wir auch schon die nächste Quest abschließen. So, die nächste Quest war ein Transistor. So, dafür brauchen wir First Arbeits, ja, Plastik und Western Alloy. Hier, das stoppt gerade schön, das ist super, das ist Auffall. Theoretisch gesehen könnten wir das jetzt abbauen. Weil wir brauchen den Mindestdruck. Das heißt nicht, dass der Druck verbraucht wird. Der Druck bleibt jetzt dauerhaft bei diesen 5 Bar. Das heißt, wir sind dort für immer ausgereift. So, wir gehen jetzt mal bewusst gerade hier rüber zur Monsterfarm, weil da kriegen wir ja auch Red Alloy in it. Oder Redstone Alloy. Redstone Alloy, genau. Können wir mal so ein Stack mitnehmen. Wir machen jetzt erstmal eins. Das sollte reichen. Ich meine, ich werde hinterher eh das Zeug in Tank craften. Das Schöne ist bei diesem Setup, das ist super automatisierbar. So, wir brauchen jetzt eins hier Plastik. Da! Du kommst mal her. 1, 2, 3. Und wir haben den Transistor. Tada! Quest complete. So, als nächstes kommt der Capacitor dran. Der ist nochmal ein wenig teurer. Compressed Iron Ingot. Grey Plastic. Octet Capacitor. Okay, Grey Plastic können wir gerade machen. Habe ich noch Compressed Iron hier drin? Nö. Dann hol jetzt mal hier eins, ansonsten schnappe ich mir nochmal. Habe ich echt alles verbraucht? Gut. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Compressed Iron. Ja. Sehr schön. Einmal alles aufnehmen. So gehört sich das. Immer schön weit Compressed Iron machen und das ist ein 1:1 Verhältnis. Super. Ich weiß gar nicht über das Verhältnis wirklich sicher. Ich brauche nur noch einen Octadic Capacitor. Ich würde sagen, wir sind bisher verdammt schlau rangegangen. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall auch den Itemfilter machen. Und wir haben den Transistor. Ne, den Capacitor. Und? Sehr schön. Damit haben wir auch schon fast alles, was wir brauchen von Polymatic Craft. Das können wir später noch machen. Die Unassembled PCB ist generell die PCB-Geschichte. Ich bin gerade am gucken, ob wir die jetzt in naher Zukunft brauchen werden. Alles. Printed Circuit Board, ja gut, dafür nicht. Die Pneumatic Dynamos brauchen wir auf gar keinen Fall. Ja gut, für Assembly Drill und sowas. Es sieht günstig, ja gut, hier für... Dafür brauchen wir das, aber krass. Wir können schon theoretisch mit Mechanismen anfangen. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ja gut, auf jeden Fall
Wir können jetzt mal hier die Quests nochmal claimen. Da wir die abgehakt haben. Und mit unserer Belohnung ab. Vielleicht ist ja heute mal was Geiles dabei. Ich würde sagen, wir sind heute wieder perfekt mit der Zeit ausgekommen. Okay, Heavy Aluminium Wire. Ein Tier 3 Chance Pendant. Noch ein Tier 3 Chance Pendant. Und mal Virus. Na gut. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, geil, wir haben das optimale Teil bekommen. Wir haben das Spiel durch. Wir sind OP. Das waren nette Belohnungen. Die waren echt nett. Gut, ich glaube, dieses Etching Asset könnten wir theoretisch gesehen machen. Können wir machen, aber machen wir später. Ja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir im Last Millennium. Oder wollen wir das jetzt noch machen? Komm, die Folge wird heute länger, habe ich Bock drauf gerade noch. Die wird es heute länger, ihr habt Glück gehabt oder Pech, könnt ihr euch das aussuchen. Machen wir gerade so. Oder generell mal gerade so. Ja, die Pickaxe ist ein bisschen hart. Hier ist einmal ganz kurz Quarz. Habe ich mir gedacht. Ich will aber den da, genau, den Kompakter. So, das heißt, wir haben jetzt alles. Die Infinite Water Source habe ich vergessen. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt einmal hier rein. Und machen uns hier 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. So, nehmen wir das hier mit. Dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen auszuleuchten. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Das war schlau. Das war sehr, sehr schlau. Na gut. 2, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann machen wir nochmal hier eine Energieleitung über den Lava Generator. So, 1, 2, 3, 4, 5, hier ist die Mitte, packen wir hier mal den Sandtopf hin. Kommt da der Harvester dran. So. Dann kommt da der Kompaktor dran. Die beiden brauchen dann noch Power. So, wir brauchen dann, dann machen wir doch mal hier mit Sand einen Weg auf. Packen hier unseren Wooden Water Tank an. Unser Infinite Water. Sehr schön. 1, 2, 3, 4.
hier eine Leitung hin? Super. Das läuft bisher richtig gut. Also nicht jetzt hier dieses Feld, das ganze Projekt eigentlich. Eins gefällt mir nicht so ganz, weil der Tonordnung ist mal wieder katastrophal gewesen. Ich glaube, das wird sich aber auch nie ändern. Ja gut, dann machen wir hier noch eins hin. Und dann können wir hier ja schon mal die Sprinkler installieren. So. Dann Ender Pouch, das brauchen wir. Und dann machen wir so. Und ich habe natürlich die Seeds vergessen. Dann holen wir mal schnell die Seeds. So, wo geht das denn jetzt gerade hin? Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Erde kann. Wir machen erstmal nur die beiden. Und damit wir auch noch ein bisschen was da haben, damit er laufen kann. Hi. Warum noch da? So, jetzt erstmal hier. Conductive Iron. Hier Electric Steel, das ist ja noch Upgrade drin, genau. Void Fluid Pipe. Packe ich das mal so hin. Active, Lava kommt rein. Und die Teile bekommen Strom, das heißt, wir bekommen jetzt hier die Ingots rein. So. Dann nochmal ganz kurz hier. 1, 2, 3, 4. Hier von 4 Stück. Und voilà. Gut, das wird natürlich noch nicht dauern, weil der ist das ganze Feld abgrast. Aber wenn wir hier so ein paar Felder machen, ne? Schau mal, wie schnell das jetzt hier durchrasiert wird. Wenn wir hier weiter diese 9 Felder machen, mit jeweils 9 Seeds, dann kriegen wir richtig viele Ressourcen. Wir haben jetzt schon einen Block bekommen. Überlegt mal. Wir haben ja nichts gemacht. Es läuft. Das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge fertig. Die nächste Folge werden wir wahrscheinlich morgen Mittag aufnehmen oder so. Mal gucken. Da muss ich jetzt keinen Speicher oder so dran machen. Einzige, was ich machen sollte, ist... So, das Teil ist getankt worden. Das dürfte jetzt auch das ganze Feld sein, oder? Ich mach vorsichtshalber hier das nochmal. Wobei ich davon jetzt auch bald weggehen möchte. Ich möchte gerne hier mit den Chunkloadern arbeiten eher. Weil ich da eine Gewissheit habe. Aber gut, ich würde sagen, morgen können wir die Agricraft Farming Station machen. Dann leuchte ich hier nochmal für unseren Kumpel was aus. Wenn das jetzt gechunkloadet ist.
Damit hier keine Zombies spawnen, weil den werden wir noch gebrauchen können. Und ich grabe mal das hier auch mal um. Wobei, ich packe ja dann mal zwei Fackeln hin Ende. Super. Also morgen können wir, für euch morgen in der Folge können wir auf jeden Fall hier anfangen, die Aquacraft Farming Station richtig in Gang zu bringen. Und dann die Magical Crops. Und dann und dann und dann. Es geht weiter, Leute. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.